Die Sonne ging langsam hinter dem Horizont unter und tauchte den Himmel über dem Oak Creek in warme Orangetöne. Alex Thompson ging nach einem Tag in seiner Autowerkstatt den vertrauten Waldweg entlang. Der kühle Herbstwind rauschte durch die Blätter der alten Eichen. Die abendliche Stille wurde nur durch das Geräusch seiner Schritte auf den gefallenen Blättern unterbrochen. Alex wählte auf diesen Weg nach Hause, um sich von der Hektik der Stadt zu erholen. Doch an diesem Tag verspürte Alex ein ungewöhnliches Gefühl der Unruhe. Sogar die Wolken am Himmel nahmen seltsame Formen an und die Vögel flogen tief zum Boden. Der Wind frischte auf und brachte ungewohnte Gerüche mit sich. Alex bemerkte, dass sich die Waldtiere seltsam verhielten. Eichhörnchen liefen schnell weg, als er sich näherte. Ein Reh, dem er auf dem Weg begegnete, blieb wie erstarrt stehen. Selbst die Krähen auf den Bäumen waren still geworden. Es lag eine starke Spannung in der Luft. Plötzlich ertönte von irgendwo in der Ferne ein seltsames Geräusch, wie ein Stöhnen. Alex blieb stehen und lauschte. Das Geräusch wiederholte sich, dieses Mal näher. Ein Schauer lief ihm über den Rücken. Irgendetwas sagte ihm, dass dieses Geräusch nicht zu einem der üblichen Waldtiere gehörte. Das dichte Blätterdach der Bäume ließ kaum noch die letzten Strahlen der untergehenden Sonne durch. Die Schatten wurden immer länger und dichter. Jeder Busch, jeder Baum nahm unheimliche Formen an. Alex beschleunigte seinen Schritt und versuchte, auf dem vertrauten Weg zu bleiben. Ein plötzlicher Windstoß brachte einen Geruch mit sich, der diesem Wald völlig fremd zu sein schien. Es war ein schwerer, animalischer Geruch, der ihn an Zugkäfige erinnerte. Alex spürte, wie sich die Haare in seinem Nacken aufstellten. Irgendetwas Seltsames, ja Unheimliches ging in diesem Wald vor sich. Vor ihm flackerte ein Schatten auf, zu groß für die einheimischen Tiere. Er bewegte sich langsam, wie eine verwundete Kreatur. Alex verlangsamte seinen Schritt und spähte in das schummrige Licht. Sein Herz pochte in seiner Brust. Seine Hände wurden schweißnass vor Angst. Das trockene Laub unter seinen Füßen raschelte verräterisch bei jedem Schritt. Alex versuchte, so leise wie möglich zu gehen. Irgendwo in der Nähe knackte ein Ast. Schnell drehte der Mann seinen Kopf in Richtung des Geräusches. In der Dämmerung wirkte alles verzerrt und unwirklich. Tief hängende Wolken verdeckten die letzten Sonnenstrahlen. Der Wald wurde noch dunkler. Alex zückte sein Handy, um die Taschenlampe einzuschalten. Der Bildschirm zeigte kein Signal an. Das war seltsam, normalerweise funktionierte die Verbindung hier einwandfrei. Ein neues Geräusch ließ ihn zurückschrecken. Es war wie das schwere, angestrengte Atmen eines großen Tieres. Das Geräusch kam immer näher. Alex spürte, wie ihm ein Schauer über den Rücken lief. Sein ganzer Körper spannte sich vor einem Gefühl der Gefahr an. Etwas schimmerte vor ihm in der Dunkelheit. Es sah aus wie ein Spiegelbild in großen Augen. Alex erstarrte auf der Stelle. Seine Beine fühlten sich an, als wären sie wie angewurzelt am Boden. Auch die Kreatur in der Dunkelheit blieb stehen. Es war riesig. Alex versuchte, seinen Atem zu beruhigen. Sein Verstand weigerte sich, seinen Augen zu trauen. In der Lücke zwischen den Bäumen konnte er eine Silhouette ausmachen, die unmöglich zu einem einheimischen Tier gehören konnte. Es war etwas viel Größeres und Gefährlicheres. Die Kreatur machte einen Schritt vorwärts. Das Mondlicht, das durch die Wolken brach, beleuchtete einen maßigen Kopf mit einer dicken Mähne. Alex spürte, wie sein Herz einen Schlag aussetzte. Vor ihm stand ein Löwe, ein echter afrikanischer Löwe, mitten in den Wäldern von Wyoming. Sein erster Instinkt war zu rennen. Alex wich langsam zurück. Seine Muskeln spannten sich an, bereit für eine plötzliche Bewegung. Aber etwas am Verhalten des Löwen hielt ihn davon ab. Das Raubtier sah nicht aggressiv aus. Im Gegenteil, es schien erschöpft und schwach zu sein. Der Löwe schwankte, als fiele es ihm schwer, zu stehen. Sein Fell war schmutzig und verfilzt. Seine Rippen waren unter der Haut deutlich sichtbar. Alte Narben waren an seiner Seite zu sehen. Es handelte sich eindeutig nicht um ein wildes Tier, sondern um den Gefangenen eines Menschen, dem die Flucht gelungen war. Alex bemerkte ein abgenutztes Halsband am Hals des Löwen. Das Metall schimmerte matt in dem schwachen Licht.
Das alte Halsband um den Hals des Löwen deutete darauf hin, dass dieses Raubtier schon seit einiger Zeit in Gefangenschaft war. Aber wie war er hierher gekommen, mitten in die Wildnis, weit weg von den Menschen? Das Tier stieß ein leises Stöhnen aus. In seinen Augen waren Schmerz und Erschöpfung zu sehen. Alex spürte, wie seine Angst durch Mitgefühl ersetzt wurde. Vor ihm stand kein furchterregendes Raubtier, sondern ein leidendes, hilfsbedürftiges Tier. Alex nahm langsam seinen Rucksack ab und versuchte, keine plötzlichen Bewegungen zu machen. Die natürliche Angst vor dem riesigen Raubtier erfasste seinen ganzen Körper. Der Löwe beobachtete jede Bewegung, die der Mann machte. In den bernsteinfarbenen Augen des Tieres war Vorsicht zu erkennen. In seinem Rucksack befand sich ein Truthahn-Sandwich, das Alex beim Mittagessen noch nicht hatte essen können. Er nahm es vorsichtig heraus und wickelte das raschelnde Papier aus. Der Geruch von Essen ließ den Löwen den Kopf heben. In seinen Augen schimmerte ein interessierter Blick. Mit zittrigen Händen brach Alex das Sandwich in Stücke. Er legte das größte Stück auf den Boden und wich langsam zurück. Sein Herz pochte so heftig, dass es ihm aus der Brust zu springen drohte. Der Löwe schnupperte an dem Essen. Die Bewegungen des Raubtiers waren langsam und vorsichtig. Er näherte sich dem Angebot und blickte dabei immer wieder zu Alex. Der Hunger siegte über die Angst und der Löwe schluckte das angebotene Futter schnell hinunter. Auf seinem Gesicht lag ein fast flehentlicher Ausdruck. Dann nahm Alex eine Flasche Wasser heraus. Er schraubte den Deckel ab und formte aus der Flasche eine improvisierte Schale. Nachdem er sie mit Wasser gefüllt hatte, zog sich der Mann wieder zurück. Der Löwe trank eifrig das ganze Wasser aus. Seine Zunge saugte schnell jeden Tropfen auf. Nach dem Futter und dem Wasser veränderte sich das Verhalten des Löwen merklich. Sein Blick wurde konzentrierter. Die Anspannung in seinem mächtigen Körper schien sich ein wenig zu lösen. Er machte ein paar Schritte zur Seite, als ob er Alex einladen wollte, ihm zu folgen. Alex wusste, dass der Löwe zu einem Tierarzt gebracht werden musste. In der Stadt gab es eine moderne Klinik, die dem Tier helfen konnte. Er versuchte, den Löwen in Richtung Stadt zu führen, aber das Tier bewegte sich beharrlich in die entgegengesetzte Richtung. Alex unterdrückte eine weitere Welle der Panik und beschloss, dem Tier zu folgen. Das dichte Gebüsch vor ihm schien in der zunehmenden Dunkelheit unpassierbar zu sein. Der Löwe schritt selbstbewusst voran und blickte oft zu Alex zurück. In seinen Augen lag eine seltsame Entschlossenheit. Er wusste eindeutig, wohin er ging, und wollte dem Mann etwas zeigen. Das Zwielicht wurde von Minute zu Minute tiefer. Alex stolperte über Baumwurzeln und konnte die Straße kaum noch sehen. Der Löwe bewegte sich langsam, als hätte er sich an sein Tempo angepasst. Manchmal blieb er stehen, um zu warten, bis Alex besonders schwierige Stellen des Weges überwunden hatte. Sie waren etwa eine halbe Stunde lang gelaufen. Der Wald wurde allmählich dünner. Ein seltsamer Geruch drang durch die Bäume, eine Mischung aus Metall, altem Stroh und etwas Tierartigem. Alex spürte ein wachsendes Unbehagen. Irgendetwas sagte ihm, dass sie sich der Antwort auf die Frage näherten, wie der Löwe in den hiesigen Wäldern gelandet war. Plötzlich öffnete sich der Wald und gab den Blick auf einen alten Feldweg frei. Die von hohem Gras überwucherten Spurrillen waren in der Dämmerung kaum zu erkennen. Die Luft hier war anders, schwer, mit einer Mischung aus ungewohnten Gerüchen. Alex blieb stehen und versuchte, sich zu orientieren. Der Mond kam hinter den Wolken hervor und warf ein gespenstisches Licht auf ein verlassenes Gebiet vor ihm. In dem schwachen Licht waren die Umrisse verfallener Gebäude zu erkennen. Alte Plakate, verblasst und zerrissen, flatterten im Wind. Metallkonstruktionen knarrten bedrohlich. Vor ihnen lag ein verlassener Zirkus. Ein großes Zelt, einst hell und festlich, sah jetzt erbärmlich aus. Seine verblichenen und zerrissenen Leinwände hingen traurig an rostigen Stangen. Der Wind wehte Fetzen von alten Programmen über den Boden. Der Löwe beschleunigte seinen Schritt und ging auf die Zirkusgebäude zu. Sein Schwanz war angespannt, die Ohren an seinen Kopf gepresst. Alex folgte ihm und spürte, wie jeder Schritt in der bedrückenden Stille widerhallte. Zerbrochenes Glas knirschte unter den Füßen. Der unangenehme Geruch wurde immer stärker.
Der metallische Geschmack in der Luft vermischte sich jetzt mit dem schweren Gestank von ungereinigten Käfigen. Alex hörte schwache Geräusche, Stöhnen und Rascheln, die aus der Dunkelheit kamen. Sein Herz zog sich mit einem Gefühl des Grauens zusammen. Der Löwe blieb vor einer Reihe von Käfigen stehen, teilweise im Schatten verborgen. Seine Augen leuchteten in der Dunkelheit und reflektierten das Mondlicht. Alex zückte sein Handy und schaltete die Taschenlampe ein. Der Lichtstrahl enthüllte ein grauenhaftes Bild. In schmutzigen, rostigen Käfigen schmachteten die Tiere vor sich hin. Ihre Augen glitzerten matt im Licht der Taschenlampe. Tiger, genauso erschöpft wie der Löwe, lagen regungslos da. Bären wiegten sich apathisch und zeigten Anzeichen einer langen Gefangenschaft. Affen kauerten in den Ecken ihrer Käfige und versuchten verzweifelt, sich warm zu halten. Alex ging langsam an den Käfigreihen entlang und beleuchtete jeden einzelnen. Die Szene wurde mit jedem Schritt grauenvoller. In der hintersten Ecke des Areals sah er zwei Elefanten, die mit schweren Ketten angekettet waren. Ihre Haut war trocken und rissig, ihre Augen leblos. Es wurde deutlich, dass die Zirkusbesitzer die Tiere ihrem Schicksal überlassen hatten. Die Käfige waren schmutzig, es gab weder Futter noch Wasser. Einige Tiere sahen krank aus, andere waren so schwach, dass sie sich kaum bewegen konnten. Der Löwe hatte ihn aus einem bestimmten Grund hierher gebracht, er suchte Hilfe, nicht nur für sich selbst. In diesem Moment stieß der Löwe ein leises Knurren aus, als ob er Alex Gedanken bestätigte. Sein Blick war von einer unausgesprochenen Bitte erfüllt. Er hatte seinen Auftrag erfüllt und den Mann zu seinen Leidensgenossen gebracht. Jetzt hing alles von Alex ab. Alex holte schnell sein Handy heraus. Seine Hände zitterten vor Aufregung und Wut. Zum Glück gab es hier ein schwaches Signal. Er wählte den Rettungsdienst an und versuchte, deutlich und ruhig zu sprechen. Der Disponent hörte sich seine verworrene Geschichte über den verlassenen Zirkus und die verwahrlosten Tiere aufmerksam an. Als er die Koordinaten des Standorts angab, ließ ihn ein leises Stöhnen aus dem am weitesten entfernten Käfig erschaudern. Eine Tigerin versuchte aufzustehen, konnte sich aber nicht aufrecht halten. Alex wusste, dass viele der Tiere dringend Hilfe brauchten. Jede Minute Verzögerung konnte sie das Leben kosten. Während er auf die Rettungskräfte wartete, beschloss er, das Gelände zu untersuchen. In einem Wirtschaftsraum fand er einige Futterreste und einige Fässer mit Wasser. Alex begann, systematisch von Käfig zu gehen und den Tieren Wasser und das restliche Futter zu geben. Einige waren so schwach, dass sie kaum etwas essen konnten. Nach gefühlten Stunden, tatsächlich waren es aber zwei, hörte man in der Ferne das Geräusch von herannahenden Fahrzeugen. Die Scheinwerfer durchdrangen die Dunkelheit. Polizeibeamte, Tierärzte und Tierretter trafen vor Ort ein. Starke Scheinwerfer beleuchteten das Zirkusgelände und machten das ganze Ausmaß der Tragödie sichtbar. Die Rettungsaktion begann sofort. Tierärzte in Schutzanzügen betraten die Käfige, um die Tiere zu untersuchen. Viele mussten dringend behandelt werden. Direkt vor Ort wurden Infusionen mit Nährstoffen gelegt. Die Retter arbeiteten mit hydraulischen Werkzeugen und schnitten die verrosteten Schlösser der Käfige auf. Die Elefanten waren besonders schwer zu behandeln. Ihre Ketten hatten sich tief in ihre Haut geschnitten und schmerzhafte Wunden hinterlassen. Um diese Riesen zu befreien, war spezielle Ausrüstung erforderlich. Tierärzte begannen sofort mit der Behandlung ihrer Wunden, während der Transport vorbereitet wurde. Im Büro des Zirkus fand die Polizei Unterlagen, die Aufschluss über die Situation gaben. Die Besitzer des Zirkus, die mit großen finanziellen Problemen zu kämpfen hatten, hatten beschlossen, den Zirkus zu schließen. Doch anstatt für eine angemessene Pflege der Tiere zu sorgen, hatten sie einfach das gesamte Geld genommen und waren verschwunden, während ihre Schützlinge langsam starben. Der Papierkram war voll von Verstößen. Gefälschte tierärztliche Bescheinigungen, gefälschte Finanzberichte und das Fehlen der erforderlichen Genehmigungen. Die Besitzer hatten bei allem gespart, vom Futter bis zur medizinischen Versorgung. Die Tiere lebten schon seit langem unter inakzeptablen Bedingungen. Die Rettungsaktion dauerte die ganze Nacht. Spezialfahrzeuge mit veterinärmedizinischer Ausrüstung transportierten die Tiere nacheinander in Rehabilitationszentren. Einige mussten auf Bahren transportiert werden, da sie zu schwach waren, um selbst zu gehen.
Im Morgengrauen war das Gelände leer. Nur die leeren Käfige blieben, stumme Zeugen menschlicher Grausamkeit. Der Löwe, der Alex in den Zirkus geführt hatte, stellte sich als ehemaliger Star der Manege namens King heraus. Er war der Einzige, dem es gelungen war, aus seinem Käfig zu entkommen und der durch reines Glück im Wald auf den gutherzigen Alex gestoßen war. Nun stand dem Raubtier eine lange Genesungszeit bevor, bevor es ein neues Leben in einem geräumigen Schutzgebiet beginnen konnte. Innerhalb der folgenden Woche wurden alle Tiere in speziellen Rehabilitationszentren untergebracht. Jedes erhielt die notwendige medizinische Versorgung. Langsam begannen sie sich zu erholen. Nach einer Behandlung wurden sie in Auffangstationen und Zoos im ganzen Land gebracht, wo geeignete Bedingungen für sie geschaffen wurden. Die Zirkusbesitzer wurden einen Monat später in einer kleinen Stadt in Mexiko gefasst. Sie hatten eine große Geldsumme bei sich. Bald darauf wurden sie für alle ihre Verbrechen vor Gericht gestellt. Eine harte Strafe wegen Tierquälerei und Betrugs war ein deutliches Signal für die gesamte Branche. Dieser Fall führte zu einer groß angelegten Untersuchung. Es wurde ein ganzes Netz illegaler Zirkusse aufgedeckt, in denen systematisch gegen die Tierschutzbestimmungen verstoßen wurde. Im ganzen Land begannen Inspektionen von Wanderzirkussen. Die Behörden verschärften die Anforderungen an die Unterbringung der Tiere und verstärkten die Aufsicht, um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten. Die Geschichte von der Rettung der Tiere fand in der Presse große Beachtung. Lokale und nationale Fernsehsender berichteten vom Ort des Geschehens. Zeitungen berichteten über Alex' heldenhafte Tat. Dank seines entschlossenen Handelns konnten mehr als 30 Tiere vor einem langsamen Tod bewahrt werden. In seiner Heimatstadt erkannten die Menschen Alex auf der Straße. Sie kamen auf ihn zu, um ihm die Hand zu schütteln und ihre Bewunderung für seine Tapferkeit auszudrücken. Der Bürgermeister der Stadt verlieh ihm eine Ehrenurkunde. Der Tierschutzverein verlieh einen Sonderpreis für seinen Mut und sein Mitgefühl. King, derselbe Löwe, unterzog sich einer langen Rehabilitationskur und wurde in ein großes Tierheim in Texas gebracht. Ein Jahr später erhielt Alex einen Brief von der Auffangstation mit Fotos. Auf ihnen sah King völlig verändert aus, gesund und stark. Seine Mähne war wieder dicht und schön, und in seinen Augen lag das Funkeln eines freien Tieres. Als Alex diese Fotos betrachtete, wusste er, dass seine Entscheidung, dem Löwen an diesem Abend zu folgen, richtig gewesen war. Trotz Angst und Unsicherheit hatte er seinem Herzen vertraut, und das hatte viele Leben gerettet. Kings Geschichte und die der anderen geretteten Tiere wurden zu einem Symbol der Hoffnung und zum Beweis dafür, dass auch nur ein einziger Mensch das Schicksal vieler Menschen verändern kann.